Moin Toads und willkommen zum heutigen Video. Neue Amazon-Bewertungen sind am Start, ja. Ich habe wieder welche gefunden und da sind wieder richtige Kracher dabei. Ich würde sagen, los geht's mit der ersten Bewertung. Die erste Bewertung ist zu Mario Kart 8 Deluxe. Ein Stern, kaputt. Schlecht. Ja. Ja, es ist sehr inhaltsvoll auf jeden Fall. Da schreibt auch jemand als Kommentar, beste Rezension, die ich je gelesen habe. Ja, das sehe ich auch so, also sehr inhaltsvoll. Man kann zu Mario Kart 8 Deluxe so viel sagen, aber ja, das Game ist einfach kaputt und schlecht. Toll. Ja, machen wir ein bisschen schnell weiter, ey. Das war ja wieder gar nichts, ey. Toller Beginn, Pius, ja, ja. So, weiter jetzt hier. Noch eine Mario Kart 8 Deluxe Bewertung. Ein Stern, Kampagne gut, aber online unter aller Sah. Okay, Sau hat wohl nicht mehr hingepasst, schade aber auch. Wie gesagt, die Kampagne bzw. Grand Prix ist klasse. Der Online-Modus ist wahrlich unfair, wo es nur geht. Teilweise stellt man sich die Frage, ob man da tatsächlich gegen andere Gamer fährt oder ob das nicht computergesteuerte Fahrer sind. Ich bin froh, dass man im Wahlmenü nicht seine eigenen Texte schreiben kann, sonst hätte man es wirklich schon ein paar Mal verbale Schlagabtausche gegeben. Was? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht ganz, weil zum einen denkt er manchmal, es sind nur Computerfahrer und keine echten, aber er ist manchmal sowas von im Rage, dass er gerne oder er ist froh, dass man keine Nachrichten schreiben kann, damit es keine verbalen Schlagabtausche gibt. Hä? Also ich verstehe es irgendwie nicht. Also irgendwie halt mir fest, er ist irgendwie zu schlecht zum Fahren und ist froh, dass man nicht ragen kann. Aber trotzdem verstehe ich nicht so ganz, warum der Online-Modus unter aller Sau ist. Obwohl ja alles eigentlich okay ist. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es, Leute? Ich nicht. Egal, machen wir weiter. Und jetzt eine 3DS-Bewertung. Ein Stern, Aufmerksamkeit für diejenigen, die gebrauchte Gegenstände kaufen. Aufmerksamkeit für diejenigen, die gebrauchte Gegenstände kaufen. Okay. Ja, er wollte anscheinend ein bisschen Aufmerksamkeit hier im Video, oder? Also, Grüße gehen raus. Hä? Nochmal zur Info, ne? Er bewertet hier einen 3DS und schreibt einen Stern. Aufmerksamkeit für diejenigen, die gebrauchte Gegenstände kaufen. Hä? Ich versteh's nicht. Okay, machen wir einfach weiter, ey. Was ist los mit den Leuten, ey? Haben die ja nichts zu tun, oder was? So, nächste 3DS-Bewertung. Ein Stern. Treichel. Okay. Das Gerät ist mehr defekt, als die Angabe es herzeigt. Kein guter Start ins neue Jahr. Anwalt kontaktiert. Sauerei. Bye. Ey, dein Produkt ist aus irgendwelchen Gründen nicht ganz in Ordnung. Ich möchte es gerne zurückschicken. Nee, ich kontaktiere lieber meinen Anwalt. Hä? Was ist denn los mit den Menschen? Da gibt es ein Produkt, was mal nicht in Ordnung ist. Ja, also da rufe ich direkt meinen Anwalt an. Das müssen wir auf jeden Fall vor Gericht klären. Ja, ja. Also einige Menschen haben anscheinend echt nichts zu tun. Oder sie haben gerne Spaß vom Gericht. Keine Ahnung. Und weiter geht's mit den 3DS-Bewertungen. Ein Stern würde ich das nächste Mal im Fachmarkt kaufen. Okay. Schon nach dem ersten Gebrauch fällt das Nestteil auseinander und die Gebrassanleitung ist nur in englischer Sprache. Schöne Weihnachten. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich frage mich erstens, wie kann denn nach dem ersten Gebrauch das Nestteil auseinanderfallen? Und was willst du unbedingt mit einer Gebrauchsanleitung? Starte doch einfach den 3DS und drittens, ich bin schon selber ein bisschen verwirrt. Und drittens, die deutsche Sprache ist ja auch nicht so dein Ding. Vielleicht kannst du ja Englisch besser verstehen. Könnte ja sein. Oh Mann, ja, ich hoffe, sein NES-Teil konnte er einschicken. Und Nintendo hat ein neues NES-Teil geschenkt. Ich hoffe, er kann jetzt glücklich mit seiner deutschen Gebrassanleitung Weihnachten feiern. Das wäre sehr schön. Ich freue mich für dich, wenn du das erreicht hast. Oh Mann, ich habe immer wieder Spaß hier, Leute. Wenn ihr auch Spaß habt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und über ein Abo, falls ihr neu seid. Machen wir weiter mit der nächsten Bewertung. Leute, jetzt wird's richtig geil. Nächste 3DS-Bewertung, ein Stern, nix für Kinder. Wie die Spiele zeigen, sind Kinder die Hauptzielgruppe. Mein 9-jähriger Sohn darf am PC alles tun,
auch im Netz surfen. Er treibt sich nicht in Schmuddelecken rum und so habe ich mir nichts dabei gedacht, auch den Internetbrowser des 3DS freizugeben. Nur zufällig habe ich Wochen später bemerkt, dass im Browser sofort auf der Startseite Werbelinks unter anderem zu einem Single-Treff erscheinen. Das ist eine Riesensauerei von Nintendo. Bei keinem seriösen PC-Browser ist mir jemals von allen so einen Müll unter die Augen gekommen. Von Kinderspielzeug erwarte ich erst recht etwas anderes. Ein Feintuning in den Einstellungen um der Kindersicherheit willen ist nicht möglich. Also blieb mir nur übrig, das Internet zu sperren. Das ist definitiv das einzige und letzte Nintendo-Gerät, das es in unserem Haushalt gibt. Noch verantwortungsloser kann eine Firma kaum agieren. Oh Leute, das tut so weh. Also halt mir nochmal fest, der 9-Jährige darf am PC alles machen, aber Schmuddelseiten guckt der sich bestimmt nicht an. Aber auf dem 3DS, da gibt's ja so fette Werbung für Single-Treff und so. Nein, das ist keine Werbung, liebe Mutter. Nein, das sind die letzten Webseiten, die dein Sohn geöffnet hat. Oh Mann, ey. Das ist traurig. Das war jetzt vor 6 Jahren, jetzt ist er 15. Bruder, melde dich in den Kommentaren. Ja. Sein letztes Nintendo-Gerät, rest in peace, keine Switch im Haus. Das tut mir leid, aber das ist schon echt lustig, oder? Ja, ja, die Single-Treff-Seiten als 9-Jähriger. Was er da wohl gemacht hat, Leute, ja, ja. Und jetzt noch eine Bewertung zum Nintendo Switch Dock. Das kann man ja für 80 Euro, wer kauft das bitte für 80 Euro, nochmal extra kaufen. Als zweites Dock, falls man irgendwie seine Switch im Nebenzimmer anschließen will. Egal, fangen wir an mit der tollen Bewertung. Ein Stern, der Konsole funktioniert nicht. Der Konsole funktioniert nicht. Der Lieferant ist unfreundlich. Er hat die bestellte Ware beim Abgeben an meine Frau auf den Boden geschmissen. Ich weiß noch nicht, warum die Teile funktioniert nicht. Okay, also halten wir nochmal fest, der Lieferant war unfreundlich. Er hat die bestellte Ware einfach hingeschmissen vor deiner Frau. Ja, das geht natürlich gar nicht. Aber hat er gerade ernsthaft einen Nintendo Switch Dock bestellt? Und wundert sich jetzt, dass die Konsole, nicht funktioniert? Er bestellt sich einen Dock und erwartet, es ist eine Konsole. Okay, für 80 Euro kann man schon ein bisschen mehr erwarten als ein Plastikding. Ich habe gerade eine Fliege auf meiner Hand. Ey! Okay, nochmal hier, ne? Für 80 Euro kann man mehr erwarten als einfach nur so einen blöden, braunen, dunklen Kasten, der nichts kann. Aber, ja, du hast einfach nur das bestellt und keine Konsole. Epic Fail. Und ja, Leute, das waren alle Bewertungen für heute. Schreibt mir gerne eure Highlight-Bewertung in die Kommentare. Das war's für heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Pews. Schönen Sonntag euch. Haut rein und tschüss.